Laut Meyer droht deswegen der EZB die technische Pleite, welche man wiederum durch Bilanztricks und Bilanzverluste verschleiern könnte. Das Problem haben allerdings nicht nur die Schweizer, sondern auch wir Europäer. Im Beispiel der Europäischen Zentralbank, welche laut dem Ökonom Thomas Meyer durch die Zinserhöhung um nur einen Prozentpunkt einen Bilanzverlust bei der EZB von sage und schreibe 400 Milliarden Euro erzeugt. Also im Verhältnis, der Verlust der Schweizer Nationalbank lag bei 142 Milliarden. Wenn wir die Zinsen also anheben um einen Prozentpunkt, machen wir auf der Europäischen Zentralbank-Ebene derzeit 400 Milliarden Verlust.